Bei der Obstdiät stehen tatsächlich nur Früchte auf dem Speiseplan. Es handelt sich also um eine reine Monodiät. Ein weiteres Beispiel ist die Ananasdiät, bei der nur eine Lebensmittelsorte verzehrt wird. Angeblich sollen die Pfunde damit im Zeitraffertempo putzen. Das tun sie auch, zumindest für kurze Zeit. 3 bis 4 Kilo schmelzen so in einer Woche dahin. Aber für länger als eine Woche sollte man sie auch nicht durchführen. Experten empfehlen sogar eine Anwendungsdauer von höchstens 5 Tagen, weil die Ernährung einfach zu einseitig ist. Deswegen ist die Obstdiät auch nur für wirklich gesunde Menschen geeignet und auf gar keinen Fall für eine langfristige Ernährungsumstellung. Nur Obst. Aber nicht mehr als 5 Tage. Früchte sind wertvolle und nahrhafte Lebensmittel. Sie sind reich an Ballaststoffen und essentiellen Nährstoffen wie Vitamin C, Folsäure und Kalium. Und wir essen leider viel zu wenig davon. 650 Gramm Obst und Gemüse sollten wir eigentlich nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung essen und kommen aber normalerweise nicht einmal auf die Hälfte. Die Obstdiät funktioniert letztlich nach dem Prinzip der Kalorienreduktion. Die Energiezufuhr wird dabei drastisch eingeschränkt. Eine Mahlzeit mit gemischtem Obst hat etwa 100 bis 300 Kalorien, je nachdem, welche Sorten man kombiniert. Selbst mit den Zwischenmahlzeiten kommt man also kaum über 1200 Kilokalorien pro Tag. Damit kann man bei einer 5-Tages-Obstdiät je nach Ausgangsgewicht einige Pfunde wegschmelzen. Deinen genauen Kalorienbedarf kannst du hier berechnen. Obst essen bis zum Abwinken. Das Obst kann beliebig gewählt werden. Es darf roh oder erwärmt verzehrt werden. Auch Zwischenmahlzeiten sind erlaubt. Sie sollten sogar regelmäßig auf dem Plan stehen, damit es nicht zu Hungerspitzen kommt. Insgesamt sind pro Tag ungefähr 1 bis 1,5 Kilogramm Obst erlaubt. Außerdem ist es wichtig, mindestens 3 Liter Flüssigkeit pro Tag in Form von Obstsaft oder Tee, beides ungesüßt, und Wasser zu konsumieren.